Schönen guten Abend. So richtig Abend ist ja noch nicht, aber es ist trotzdem schon finster. Jawohl, wir wollen heute über Disziplin sprechen, über Disziplin beim Abnehmen. So cool, dass ihr schon da seid. Sehr schön. Lasst mir doch mal wissen, wer ist denn da? Sie haben ein kleines Hallo, ein Herzchen, was auch immer. Und ich sehe, ob Kommentare gehen, die Bluse sitzt schief. Cool. Also, wir legen los. Wir legen los. Wir sprechen heute über Disziplin. Über Disziplin. Genau, ich fange so an. Ich spreche ja mit ganz vielen Frauen. Oder ich schreibe auch mit ganz vielen Frauen. Hallo Tamara, schön, das funktioniert. Dann kann ich das wegtun. Also ich schreibe momentan mit ganz vielen Frauen und ich spreche mit ganz vielen Frauen in den Abnehmanalysen, und was ich halt immer, immer, immer wieder höre, ist das Ding mit der Disziplin. Und darum war es mir jetzt wichtig, das nochmal aufzugreifen und da nochmal drauf einzugehen und da mal meine Sicht der Dinge auch klarzustellen und auch zu erzählen, wie es mir damals ging, als ich meinen Weg gestartet habe, als ich angefangen habe, meine 25 Kilo abzunehmen. Und da möchte ich euch heute gerne mitnehmen. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, was ist mit meiner Bluse los. Aber lass mal die Bluse jetzt mal Bluse sein und mach mal einfach. Cool. Also, ich fange mal so an. Ich mag mal so erzählen, wie es mir damals gegangen ist. Ich habe das schon öfter gemacht, aber man verwendet ja immer wieder neue Worte und immer wieder kommen andere Menschen dazu und immer wieder hören sie dann auch was anderes heraus. Und ich habe festgestellt, dass die Wiederholung extrem wichtig ist, das zu tun, auch wenn man selber das Gefühl hat, man erzählt immer das Gleiche. Ja, also bei mir war das damals so, dass ich über viele, viele, viele Jahre, also ich war damals 40, wie es dann wirklich losgegangen ist mit dem Abnehmen. Und davor habe ich mit 21 meinen Sohn bekommen. Davor war ich mal einigermaßen schlank, dann wieder nicht und dann wieder schon und so hin und her. Und seit ich ihn geboren hatte, ist es eigentlich immer so dahingegangen, dass es mehr oder weniger immer zu viel war, ja. Und dann habe ich zwischendurch mal wieder ganz hart gegen meinen Speck gekämpft, habe richtig viel Sport gemacht. Da ist dann auch was runtergegangen, habe auf ganz viel verzichtet, und ja, ihr kennt das ja eh, wie das so ist, ja. Und dann war es wieder so, dass es wieder ganz schnell auch nach oben gegangen ist und wie immer halt dann auch ein paar Kilo mehr, ja. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ich kann das jetzt nicht mehr, ich will das jetzt nicht mehr. Es ist echt völlig uninteressant. Und ja, was das alles mit Disziplin zu tun hat, das erzähle ich dir gleich. Und jetzt mache ich so den Bogen ein bisschen zu den Gesprächen, die ich aktuell mit euch führe, wo ich weiß nicht, jede zweite oder jede eineinhalbte Frau schreibt mir, ja, das mit der Disziplin, und ich habe schon alles probiert und ich bekomme das sowieso nicht hin und ich bin der hoffnungsloseste Fall überhaupt. Und an dieser Stelle mal so, wie sage ich das? Also es ist einfach so unfassbar viel Strenge da drinnen, so viel Härte und so viel Disziplin an der falschen Stelle. Weil wenn du jetzt mal genau hinhörst, was ich da sage, und wenn Frauen, und vielleicht gehörst du da ja auch dazu, wenn du dir über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte immer wieder erzählst, dass du es nicht kannst, möchtest du mir dann erzählen, dass du keine Disziplin hast? Und das ist voll krass, weil das Argument an dieser Stelle ist dann oft, ja, aber ich sehe es doch. Es ist halt so. Ich sehe es doch, dass es nicht funktioniert. Und der Punkt ist, dass du siehst, dass es nicht funktioniert,
weil du es dir erzählst, dass es nicht funktioniert. Ich weiß, das ist zu Beginn ein bisschen schwierig zu verstehen. Und doch möchte ich, dass du dich aufmachst und sagst, okay, ich höre mir das jetzt mal an, weil wenn sie das geschafft hat und wenn so viele andere das geschafft haben, dann ist da vielleicht für mich auch ein Geschenk drinnen. Genau. Und wenn du das jetzt hörst, live oder auch im Replay, dann schreib doch mal rein jetzt in die Kommentare. Kennst du das, dass du über die Jahre immer wieder Versuche gemacht hast und dir immer wieder selber bewiesen hast, dass es nicht funktioniert? Dass du dir immer wieder bewiesen hast, dass Abnehmen schwer ist, dass Veränderung schwer ist. Schreib mir das mal rein. Hast du da Erfahrungen? Mich interessiert es wirklich sehr, weil ich da voll aufräumen möchte und weil ich einfach, ja, Jolanda, hi, schön dich zu sehen. Weil ich einfach damit aufräumen möchte, dass diese, ja, ich möchte damit aufräumen, dass Abnehmen schwer ist. Ich möchte damit aufräumen, dass ihr euch erzählt, dass ihr das nicht könnt. Und das Verrückte ist ja, dass über so viele Jahre und Jahrzehnte dieses Thema so präsent ist, so bei euch da ist, dass ihr wirklich oft, und ich sage das deswegen und ich traue mich das auch so zu sagen, weil mir die Menschen das auch erzählen, ja, dass ihr oft einfach dann nicht das Leben, euer volles Potenzial lebt, weil ihr so beschäftigt seid mit Abnehmen und mit euren Körpern. Und das lebendige Leben wartet da draußen. Und ihr seid beschäftigt mit Kalorienzählen und damit eure Körper nicht zu mögen. Das ist so crazy. Da bin ich Weltmeister, sagte Yolanda. Oh, jui. Gut, also Disziplin. Ich möchte dir einfach aufzeigen, dass du erkennst, dass du richtig viel Disziplin hast. Richtig viel Disziplin, die du bis dato in vielen Bereichen gegen dich verwendet hast. Weil wenn du immer wieder diese Versuche gemacht hast, wenn du immer wieder dran bist und immer wieder die nächste Diät machst oder den nächsten Abnehmversuch machst, dann hast du Disziplin. Und jetzt lass uns mal da ganz ruhig werden, ganz still werden und mal ganz genau und fein hinhören. Und was, wenn es wirklich darum geht, dass du mal genau schaust, welche Geschichten du dir erzählst, welche Kassetten da laufen, ja, welche Bänder sich da automatisiert abspielen. Kannst du es denn überhaupt noch glauben, dass es für dich eine Lösung gibt? Oder hat dein Verstand, der eigentlich dein Diener ist, ja, der eigentlich dazu da ist, um dir zu dienen, hat der die Oberhand und hat der das Kommando übernommen und erzählt dir der immer wieder, jeden Tag, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, denselben Käse. Ja. Schau doch mal ganz genau hin und geh mal ganz zu dir. Es geht nicht darum, dass ich dich jetzt da bloßstelle oder aufblättere oder keine Ahnung. Es geht darum, dass du Erkenntnisse hast, dass du sagst, ich kann jetzt neue Wahlen treffen, ich kann neue Entscheidungen treffen und ich mache das in Zukunft anders. Ja, darum geht's, einzig und allein darum. Und dazu braucht es manchmal einfach ein Gegenüber, das die Dinge so klar ausspricht, ja, das einfach sagt, hey, pass mal auf, ja. Also, nochmal, wie lange verwendest du deine Disziplin schon gegen dich, indem du dir erklärst, dass du es niemals schaffen wirst? Indem du dir erklärst, dass du keine Disziplin hast, was einfach nicht wahr ist, ja. Weil wenn du über Jahre mit einer Thematik befasst bist, und ich meine damit jetzt den Körper, deine Gesundheit, deine Kilos, deine Nahrung, ja, ich weiß, wie viele von euch richtig viel Wissen dazu haben, über Lebensmittel, über Ernährung, über das, was man darf und nicht darf. Und unterm Strich, wenn du ganz ehrlich bist, was hat es dir gebracht? Hat es dich dahin gebracht, wo du hin möchtest? Hat dich das, was du über Abnehmen weißt, zu deinem Wohlfühlkörper gebracht?
Ich glaube, an dieser Stelle behaupten zu können, dass das nicht der Fall ist, weil sonst wärst du jetzt nicht da. Ja, sonst wärst du jetzt da draußen und würdest voll in deinem Potenzial aufgehen und all die lustigen Dinge machen, die dir wichtig sind, ja, die du magst, die du in deinem Leben gerne umsetzen möchtest. Hallo, Martina. So cool. Und da möchte ich heute wirklich den Stachel reinsetzen. Da möchte ich heute gerne hinpieksen, um das ganz, ganz klar aufzuzeigen. Und ja, es gibt dann die Menschen, die dann sagen, ja, schon, aber ich sehe das doch. Ich sehe das doch, dass das bei mir nicht funktioniert. Und auch nochmal, ja, nochmal, ganz langsam und wirklich ganz still, lass es wirklich in dich rein, ja, lass es richtig in dich rein. Es ist nicht wahr, dass du es nicht kannst. Der Punkt ist einzig und allein, dass du dir diese Geschichten erzählst, dass es nicht geht. Und es geschehe nach deinem Glauben, ja. Das ist Gesetz. Das ist ein Gesetz. Und das Coole ist, und das klingt jetzt sarkastisch, aber das meine ich gar nicht so, ja. Das Coole ist, du hast immer recht. Egal, was du dir erzählst, du hast immer recht. Du hast immer recht. Wenn du dir erzählst, ich schaffe es jetzt diesmal und ich kann es jetzt, dann hast du recht. Und wenn du dir erzählst, es geht in Zukunft auch nicht, dann hast du wieder recht. Und das ist dieser Mechanismus, den so viele Menschen nicht verstehen. Ja, und wo ich jetzt, und ihr merkt es ja auch, wie schwer es ist, da Worte dafür zu finden, da wirklich diesen Kreislauf zu durchbrechen, der da besteht und der da vorhanden ist, denn die Menschen so viele Jahre und Jahrzehnte durch ihre ganzen Erfahrungen sich selber immer wieder bestätigen. Ich habe, ja, das ist vielleicht jetzt noch spannend. Ich habe ja auch mal studiert und damals war das eben Erwachsenenpädagogik und Coaching und Supervision und solche Geschichten. Und damals habe ich als Thema für meine Magisterarbeit habe ich über die Self-Fulfilling Prophecy geschrieben. Damals schon an der Uni. Da gibt es ein, ich weiß es nicht mehr genau, wie das heißt, aber da gibt es ein Buch, das von einem Wissenschaftler auch geschrieben ist, über die Self-Fulfilling Prophecy. Und das heißt auf Deutsch die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da habe ich damals schon also ich habe meinen Abschluss spät gemacht, im zweiten Bildungsweg, 2007 habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben, habe ich mich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und auch mit den Professoren auseinandergesetzt und habe dafür auch eine richtig coole Note bekommen. Also dieses Thema ist einfach nicht mehr, wie man so sagt, in der spirituellen Szene oder in der ESO-Szene oder bei den Spinnern zu Hause. Das ist was ganz Bodenständiges, das kann man beweisen, das ja, das kann man, wie soll ich das sagen? Ja, das kann man beweisen, ja. Wie du denkst, so schaut deine Welt aus. Ich und Worte. Schöpfer. Hallihallo, Erika. So cool, dass ihr da seid. Ja. Genau. Also über die Self-Fulfilling Prophecy habe ich damals meine Magisterarbeit geschrieben. Und diese Theorie besagt nichts anderes, als dass du dir mit allen deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit allem dem, was du über dich denkst, über deinen Körper denkst, über dein ganzes Leben denkst, dass du dir diese Prophezeiungen selbst erfüllst, ja, dass diese Dinge so eintreten werden, wie du sie denkst und sagst und machst. Und ja, es geschehe nach deinem Glauben. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach Fakt. Und wenn du jetzt sagst, ich sehe aber doch, dass es so ist und nicht anders, dann würde ich mal ganz, ganz genau hinschauen, was du denkst, ja, wie du über dich denkst und so wie ich vorhin schon gesagt habe, welche Kassetten oder Schallplatten da ganz automatisiert laufen und vor allem, das ist auch was, was ich in der Aurachirurgie so spannend finde, wo ich das einfach entdecken durfte, vor allem auch da genau und achtsam hinzuschauen, ist das überhaupt deine Ansicht?
Oder hast du da einfach eine Bewertung, eine Ansicht übernommen von deinen Eltern, von einem Lehrer, von Schulkollegen, von wem auch immer? Und hast sie zu deiner gemacht, hast sie zu deiner Wahrheit gemacht und so zeigt es sich auch in deiner Welt. Und wenn man da mal so rausschaut und ja, wenn man da mal so rausschaut und sich alle Konzepte, die es so gibt über Körper, über Gesundheit, über Abnehmen anschaut, es gibt ja irgendwie alles. Ja, es gibt irgendwie alles. Und warum funktioniert für den einen das eine, für den anderen das andere und für den anderen gar nichts und für den dritten gar nichts? Ja, warum ist das so? Weil es eben nach deinem Glauben geschieht. Ja. Und was gerade wirklich krass ist, dass so viele Menschen mir erzählen, dass auch das, was sie, also ihre jährliche Diät, die sie machen jedes Jahr im Frühling oder einmal im Jahr, um einfach die Kilos, die wieder raufgekommen sind, wieder runterzunehmen. Und da möchte ich mal die Klammer aufmachen, was für ein Wahnsinn, jedes Jahr eine Diät zu machen. Das ist nicht normal, Leute. Das ist einfach nicht normal. Klammer zu, dass diese Diäten auch nicht mehr funktionieren oder diese Maßnahmen auch nicht mehr funktionieren. Und ich habe dazu meine ganz spezielle Theorie und ich befasse mich jetzt einfach schon so lange damit. Ja, das ist jetzt so einfach, warum bin ich heute so schön? Cool. Du bist immer schön. Yes, Erika. Genau. Ich befasse mich einfach schon so lange jetzt auch damit und mit diesen Mechanismen dahinter und mit diesen Theorien dahinter. Und wie gesagt, wir haben das auch an der Uni schon bewiesen, dass das so ist. Diese Maßnahmen, einfach weniger zu essen und dich mehr zu bewegen, das funktioniert deswegen nicht mehr, weil es auch dieses Bewusstsein jetzt gibt, weil wir ja auch auf der Erde sind, um unser Potenzial zu leben, um das Schöne und das Gute und die Freude auf die Erde zu bringen. Und für mich in meiner Theorie, und das hat sich ja immer, 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 immer wieder bestätigt, geht es einfach darum, schau mal das an, wenn du dir nicht erlaubst, in deine volle Größe zu gehen. Irgendwo muss Größe dann sich zeigen. Wenn du dir nicht erlaubst, dass du in deine volle Fülle gehst, dann muss es irgendeinen Teil in deinem Leben geben, wo Fülle ist. Und ganz häufig, und das ist halt so diese Ansammlung von Menschen, die dort zu mir kommen, die sagen, Diäten funktionieren nicht mehr. Früher nicht, habe ich gedacht. Ganz häufig geht es einfach wirklich jetzt darum, dieses Potenzial zu entfalten, diese Fülle, die in dir ist, diese Fülle an Möglichkeiten, die du in dir hast, diese Fülle an Freude, die du in dir hast, diese Fülle an Potenzial, die du in dir hast, die jetzt zu leben, damit dein Körper endlich sich wieder in seine normale Größe zurückentwickeln darf. Ja? Oder wie kann man es noch sagen? Gestern sind mir so viele Beispiele dafür eingefallen. Jetzt gerade nicht. Okay, wird jetzt gerade nicht dran sein. Ja. Macht es Sinn, was ich da sage? Könnt ihr das verstehen, wie ich das meine? Ja. Also, wir kennen ja aus der Psychosomatik auch den Fakt, dass es gewisse Krankheiten gibt und da kann man so Rückschlüsse ziehen. Da halte ich jetzt per se nichts davon, dass jeder Schnupfen immer genau das eine heißt und dass jeder Bauchschmerz genau das andere heißt. Ich glaube jetzt nicht, dass es so einfach ist. Also für mich ist es ein bisschen individueller. Für mich hat's ein bisschen mehr Geschmack drinnen, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich ist für mich die Sache mit dem Abnehmen genauso ein Symptom, als wenn du jetzt Bauchschmerzen hast, als wenn du eine Grippe hast, was auch immer. Das Leben zeigt dir immer auf, was zu tun ist. Und wenn du nicht freiwillig hinschaust und gerade was das Thema Gewicht betrifft, finde ich das so super, super spannend, weil das
im Vergleich jetzt zu anderen schwerwiegenden Krankheiten ja relativ harmlos ist, ja, auch, ja, es ist immer so zweischneidig, weil es natürlich auch gesundheitsgefährdend sein kann, wenn es ganz viel wird und harmlos finde ich es auch dann nicht mehr, wenn Menschen da Jahre oder Jahrzehnte lang sich damit beschäftigen, ja, und einfach diese da nicht rauskommen. Und darum ist es mir so wichtig, das auch zu sagen. Schau da mal hin, was möchtest du, ja, wo ist dein volles Potenzial und erlaubst du dir das zu leben? Und da geht es nicht immer darum, weil viele dann sagen, ja, ich will mich aber nicht selbstständig machen, darum geht es gar nicht. Ja, du kannst dein volles Potenzial voll ausschöpfen, indem du sagst, ich bin komplett ich in meiner Family oder in meiner Arbeit, wo ich angestellt bin. Es geht nicht darum, dass alle sich selbstständig machen müssen und eine Facebook-Gruppe und da Vorträge halten. Das ist nicht jedermanns Sache, das ist mir schon klar. Aber schau mal hin, wo ist dein volles Potenzial? Was ist das, was du auf diese Erde bringen magst? Wie viel Inspiration magst du für dich und sei es nur für deinen Hund sein? Ja, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber schau mal hin, wie du eigentlich leben möchtest, was du gerne in die Welt tragen möchtest und verwende deine Disziplin dafür. Und jetzt haben wir wieder die Kurve zur Disziplin. Was, wenn du mal wirklich richtig diszipliniert hingehst und sagst, was ist mein Traum? Ich suche mir meinen Traum heraus. Ich habe vor kurzem die 5 Gesetze der Gewinner euch da referiert sozusagen. Und es passt jetzt da gerade wieder so gut her. Was ist mein Traum? Wie möchte ich eigentlich leben? Was habe ich vor noch in meinem Leben? Und dann such die Begeisterung dazu und setz die Schritte und setz das um und sei dir klar, dass du auch da wieder diesen Mechanismus haben wirst und dir erzählst, ja, aber das geht doch alles gar nicht. Und sei dir klar, dass das einfach dazugehört, dass du diese Probleme, diese Ablenkungen, dass du die einplanen darfst. Es gehört einfach dazu. Es gehört einfach dazu. Ja, unbedingt. Ja, voll. Ja, genau. Es gehört einfach dazu, dass es diese Ablenkungen gibt. Und dann nimm mal deinen Fokus weg vom Abnehmen dahin, zu schauen, was ist denn mein großes Ziel, wo möchte ich denn gerne hin, was möchte ich erreichen, womit möchte ich mein Leben füllen? Ja, und da haben wir jetzt wieder dieses Wort, ja. Womit möchte ich mein Leben füllen? Möchte ich weiterhin meine Körpermasse füllen oder möchte ich mein Leben mit Freude füllen, mit Tätigkeiten, die dir Spaß machen, mit einer Arbeit, die dir Freude bereitet, ja. Und ja, wofür willst du deine Disziplin verwenden? Und der Punkt ist, jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, wozu machst du dann Abnehmkurse? Und das ist genau das, was wir in den Kursen machen. Es geht so ganz, ganz wenig darum, zu schauen, was du isst, wie viel du isst, wann du isst. Das ist eigentlich kaum Thema. Es geht voll darum zu schauen, wer bist du? Was ist deine Natürlichkeit? Wie kannst du dich wieder spüren? Wie kannst du mit deinem Körper in Verbindung gehen und die Freude da wieder rausholen? Ich spreche ja ganz oft von Lebensfreude und ich habe ja auch diesen Selbstlernkurs, der da heißt Lebensfreude beim Abnehmen. Und das ist einfach der Schlüssel dazu, ja, dass du merkst, ich bin so viel mehr als ein Gewichtsproblem. Ja, wie krass ist es, dich auf ein Gewichtsproblem zu reduzieren? Und ich mache das jetzt, ich sage das natürlich jetzt komplett überzeichnet, aber wenn man sich das anschaut, da sitzen Menschen vor mir und ich bin manchmal wirklich erschüttert, ja, wirklich erschüttert. Da sitzen Frauen vor mir, die Familien haben, die Unternehmen führen und dann irgendwie nicht drüber hinauskommen, dass sie ein Problem mit ihrem Körper haben. Und wenn man sie dann fragt, was möchtest du eigentlich gerne, dann kommen so die Feinheiten raus, dann wird es auf einmal, fangen die zu grinsen an und erzählen dann von ihren Träumen, ja. Und da wird es dann super lecker, da wird es dann spannend, da wird es so richtig, ja, und da darfst du hinschauen, wo hätte ich gern die Fülle? Womit will ich mich füllen?
Will ich mich füllen aus Langeweile, aus Stress, aus Frust? Will ich mich mit Essen füllen oder will ich mich erfüllen mit einer Tätigkeit und mit Dingen zu recherchieren, zu schauen, wie kann ich das machen, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich einfach die Schritte setzen, dass ich dorthin komme? Ja. Und da kannst du deine Disziplin verwenden. Und dann wirst du sehen, dass das mit dem Körper, dass sich das sowieso von ganz alleine regelt. Ja, das ist, ja. Und das ist eben genau das, was wir zum Beispiel in der Body Club Academy jetzt auch machen. Ja, dass wir da hinschauen, was sind denn diese Gesetze? Wie kann ich mich da führen? Wie kann ich mich da durchführen, wenn ich gerade einen Durchhänger habe? Wie kann ich die Disziplin weiterhin für mich verwenden? Und das ist so cool und so wertvoll. Und gerade heute haben wir in der Gruppe wieder deine Frau ein Live gemacht, ein kurzes, dass sie gerade voll den Durchhänger hat. Und dann kann man ja einfach weiterhelfen. Und was passiert, wenn du alleine bist und einen Durchhänger hast und niemand hast, wo du sagst, was ist denn da jetzt gerade wieder los? Du gibst auf, ja, du gibst auf und bist draußen und fängst irgendwann wieder von vorne an und bestätigst dir wieder in der nächsten Runde, dass du es nicht kannst. Und das finde ich einfach unfassbar schade. Und darum ist die Community einfach so cool. Und diese, ja, die Gruppe ist noch relativ frisch. Wir wachsen gerade erst zusammen. Und umso schöner finde ich es einfach, dass die Menschen sich zeigen und sich öffnen. Und ja, genau. Gestern Abend haben wir Zoom gehabt und es war echt wieder lustig. Und viel gelacht über Dinge, die man sich so erzählt, wenn ich dann wieder sage, was erzählst du mir da für eine lustige Geschichte? Und es ist so schön, weil die Menschen, die da drinnen sind, einfach auch Humor haben und es nehmen können. Oder eine andere Frau hat dann gesagt, wow, es ist gerade wie wenn ein Panzer wegbricht. Es ist einfach so, wie wenn da voll was aufbricht, was Riesengroßes. Und diese Dankbarkeit und diese Schönheit, die da in diesem Wachstum liegt, ja, da gemeinsam durchzugehen und sich gemeinsam da hinzuführen zu dem Ziel. Und an dieser Stelle nochmal, wir graben nicht in der Vergangenheit, wir schauen immer nach vorne. Ja, genau. Und wenn du jetzt sagst, ich habe da Interesse, bin neugierig, wie das auch für mich gehen könnte, dann mag ich dich voll herzlich einladen zu deiner kostenfreien Abnehmanalyse, buch dir einen Termin, schreib mir einfach eine persönliche Nachricht oder schreib in den Chat jetzt da Abnehmanalyse, dann schicke ich dir den Link, wo du dich anmelden kannst. Das ist so, 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 so wertvoll, ja. Ich sehe das in den Gesprächen immer wieder, wie viel Aha-Erlebnisse es da gibt und wie wertvoll es immer ist, mal den Blick so auf eine andere Richtung zu lenken und mal ganz anders das Thema anzugehen, weil ganz ehrlich, wenn es so linear wäre mit Kalorien und so weiter, dann hättest du es schon längst geschafft. Und es steckt einfach so viel mehr dahinter. Es ist viel mehr als nur abnehmen. Ja. Und es ist so schön zu sehen, was da alles möglich ist. So wichtig. Gemeinsam macht es viel mehr Spaß, auch zum Beispiel Ansichten zu sprengen. Ansichten sprengen ist voll cool, gell? Ja. Das macht wirklich Spaß. Ja, genau. Voll gut. Yes, ladies and gentlemen. Disziplin. Verwende die Disziplin dafür, wo es dir ein Beitrag ist. Verwende sie für dich und nicht gegen dich. Das ist die Botschaft des heutigen Frühabends, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und ich hoffe, ich konnte dich berühren, ich hoffe, ich konnte dich erreichen, dass du mal drüber nachdenkst oder es neugierig dich mal da in der Gruppe umschaust und dir vielleicht noch andere Videos holst und da mal dich ein bisschen in diese Idee hineingleiten lässt, zu sagen, vielleicht geht es mit dem Abnehmen ja ganz anders, als ich bisher immer dachte und vielleicht ist da für mich ja auch eine gehörige Portion Freude dabei und was mir jetzt gerade einfällt, ich hatte vor einigen Jahren, als noch Praxis war, also so Menschen kommen in die Praxis, war da ein älterer Herr da, es war sogar ein Pfarrer, das habe ich super spannend gefunden.
Der war bei mir im Abnehmen-Coaching, ja. Und es war so crazy, weil ich mir gedacht habe, wow, also ich bin einfach halb so alt wie er. Oder naja, stimmt nicht ganz. Also er ist wesentlich älter als ich, er könnte mein Opa sein. Und sein Pfarrer, und da hat man ja auch so das Gefühl, also in Pension, und da hat man ja auch so das Gefühl, die haben oft so ihre Ansichten, und dann kommt er zu mir und hört sich meine Verrücktheiten an, ja. Und ich weiß es noch so genau, wie er dann beim letzten Mal, und wie er dann erfolgreich abgenommen hatte, und wie er dann beim letzten Mal raus ist, und dann hat er mir noch die Hand gegeben und hat gesagt, du bist so ein Geschenk für die Welt. Und ich habe mir nur gedacht, wow, das hat mir so mega viel bedeutet. Und wir hatten dann, das mag ich jetzt auch noch kurz erzählen, wir hatten dann, ich habe ihm eine Geschichte erzählt, und die hat ihn so beeindruckt, dass er, wie er dann das nächste Mal da war, hat er gesagt, er möchte jetzt voll gern, dass wir mal die Rollen tauschen. Also ich bin jetzt der Pfarrer und er ist quasi, ein Mensch, der jetzt in der Kirche sitzt und dem Pfarrer zuhört. Und ich möge doch mal jetzt so in der Rolle der Pfarrerin diese Geschichte erzählen, so dass er sich da reindenken kann, wie das wäre, wenn seine Menschen in der Kirche ihm da zuhören. Und dann ist er da gesessen, so ganz andächtig, hat die Augen zugehabt und hat mir gelauscht, wie ich ihm diese Geschichte noch einmal erzähle und er sich vorstellt, er würde sie selber in der Kirche predigen. Und also das war einfach gigantisch. Und er hat dann beschlossen, er hat dann gesagt, ja, das werde ich machen. Ich werde das meinen Schäfchen erzählen. Und wie er dann das nächste Mal wieder da war, hat er gesagt, ja, er hat das gemacht. Hat am Sonntag gepredigt und er hat das noch nie erlebt, dass so viele Menschen nach der Messe zu ihm gekommen sind und sich bedankt haben für diese Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es einfach in ganz einfachen Worten auch darum, dass du dich entscheiden kannst, wie du denkst. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle vom schwarzen und vom weißen Wolf, welchen Wolf willst du füttern? Den Wolf in deinem Kopf, der dir erzählt, ich kann das alles nicht? Oder willst du den Wolf füttern, der sagt, okay, ich packe jetzt nochmal an. Ich mache jetzt nochmal alles neu. Und das war wirklich, wirklich faszinierend, dass er das da weitergetragen hat und in die Kirche getragen hat. Und ja, und er war einfach auch super diszipliniert. Er hat gesagt, einfacher geht's nicht. Und jetzt weiß ich, warum ich euch das jetzt erzählt habe, weil er mir damals auch gesagt hat, er hat ewig nicht mehr so gut geschlafen. Er war, bevor er bei mir war, ein Jahr oder 2 Jahre vorher, sogar in der Klinik wegen Burnout. Und er hat gesagt, er hat selten so eine gute Phase gehabt, wo es ihm auch psychisch so gut geht. Ja. Ich habe da Übungen dabei, ich hab einfach so viel Erfahrung auch mittlerweile, was die Psyche betrifft. Und ja, habe natürlich auch an der Uni das schon gelernt. Ja, wir haben Psychologie natürlich für die Erwachsenenbildung auch dabei gehabt. Und und das sage ich jetzt noch, weil so viele mir gerade auch erzählen, dass sie so stark betroffen sind von Depressionen. Ich kenne das übrigens auch selber. Ja, ich hatte schwere Depressionen über lange Zeit hinweg. Und ich weiß, dass auch da, wenn du dir erzählst, ich habe diese Depressionen und so ist das halt, dass du sie damit auch festmachst. Ja, du nagelst das Bild an die Wand. Und da möchte ich einfach auch, ja, dass du da ganz achtsam bist, was du dir da erzählst. Willst du da raus oder willst du da drin bleiben? Und manche wollen drin bleiben und es ist okay. Ja, sie würden es nie so sagen, aber es hat halt auch Vorteile, gewisse Dinge mit sich herumzutragen. Eine gewisse Schwere oder gewisse Krankheiten mit sich herumzutragen hat für manche Menschen Vorteile. Und das ist okay. Ich bewerte das nicht. Ja, aber wenn du sagst, ich will da raus, ich möchte einfach wieder die Sonne sehen, ich möchte mich wieder freuen, ich möchte wieder lebendig sein,
Dann möchte ich dir mitgeben, dass du das kannst, ja, dass du auch da die Disziplin für dich verwenden kannst und ja, die Dinge verändern kannst und dich ganz, ganz, ganz herzlich dazu einladen, dir wirklich ein Gespräch zu buchen und einfach mal unverbindlich, dass wir mal unverbindlich miteinander sprechen und da schauen, was da möglich ist. Yes. Gut. Gibt es denn da jetzt noch irgendwelche Fragen? Mag noch wer was sagen? Was ist da los? Ja, ich bin jetzt ein bisschen ernst geworden, aber es war mir jetzt irgendwie wichtig, das noch zu erzählen, ein paar Erfahrungen mit euch zu teilen, sodass ihr seht, wie groß die Bandbreite ist, wenn ich sage, ja, die Body Club Academy, da geht es ums Abnehmen, es geht um so viel mehr. Ja, es geht um so viel mehr. Es geht um dein Glück, um dein Leben, es geht darum, wirklich dein Potenzial zu leben und die zu sein, die du in Wahrheit bist. Es macht einfach so viel mehr Spaß, nicht nur für dich, sondern auch für alle, die rundherum sind um dich. Ja. Die Welt braucht uns gerade sehr. Diese bewussten Menschen, die diese Freude in die Welt bringen, dürfen immer noch mehr werden. Und ja, ich habe das schon oft gesagt und ich schlage jetzt damit einen weiten Bogen, aber ich habe auch gelernt, den Impulsen zu folgen und die Dinge auszusprechen, wenn sie gerade da sind. Wir brauchen Frieden in jedem einzelnen Körper. Ja, und solange du gegen dein Gewicht kämpfst, ist da kein Frieden. Und dürfen wir ganz gut hinschauen. Wir legen den Keim, wir alle sind dafür zuständig, wie friedvoll die Welt ist. Gut, in diesem Sinne. Danke, liebe Erika. Danke für die Empfehlung, so schön. Danke, danke, danke. Yes, also ihr Wundervollen, wünsche euch einen total schönen Abend und bis ganz bald.